Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Übertragung der Feier zum Staatsfeiertag 2021 hier auf dem Landeskanal und über dem Livestream. Ich freue mich sehr, dass ich Sie auch in diesem Jahr wieder durch den Staatsakt begleiten darf. Sie sehen es selber, dieser spezielle Tag startet auch in diesem Jahr wieder von diesem wunderschönen Rosengarten aus. Die offiziellen Feierlichkeiten finden ohne Ehrengäste und mit einer reduzierten, aber nicht weniger eindrucksvollen musikalischen Begleitung statt. Wir LichtensteinerInnen sind bekannt für Geselligkeit und für das Pflegen von geliebten Traditionen. Deshalb feiern wir aus gegebenem Anlass das große Volksfest nicht im Städtle Vaduz, sondern verteilen diese große Festivität gleich in mehrere kleinere Feiern über das ganze Land hinweg verteilt. Mehr dazu aber später. Hier und jetzt wünsche ich Ihnen bereits gute Unterhaltung mit der Übertragung des Staatsakts 2021. Zur Eröffnung des Staatsakts spielte die Blasmusik Brasidenz unter der Leitung von Carla Ternser das Stück You Raise Me Up von Rolf Loveland und Brandon Graham, arrangiert von Martin Scharnagel. Nun folgt die Ansprache seiner Durchlaucht Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein. Erbprinz Alois spricht in seiner Funktion als Stellvertreter des Fürsten mit den diesem zustehenden Hoheitsrechten. Liebe Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, auch den diesjährigen Staatsfeiertag begehen wir wieder
auf eine besondere Weise. Zwar sind die Einschränkungen etwas weniger weitgehend als letztes Jahr und wir können zumindest in den Gemeinden gemeinsam feiern. Leider müssen wir aber auch in diesem Jahr wieder auf einiges verzichten. Dennoch können wir am heutigen Tag dankbar sein, dass uns die Pandemie im internationalen Vergleich weniger stark betroffen hat und dass in den letzten Monaten wiederum viele Außerordentliches zu unser aller Wohl geleistet haben. Dankbar können wir auch für unsere Verfassung sein, deren 100-jähriges Jubiläum wir dieses Jahr feiern. Unsere Verfassung war nämlich eine wichtige Grundlage für die so erfolgreiche Entwicklung unseres Landes während den letzten Jahrzehnten. Die einzigartige Kombination einer parlamentarischen Demokratie mit einem starken monarchischen Element und einem starken direktdemokratischen Element hat sich als Glücksfall erwiesen. Unsere Verfassung sorgt dadurch für einen breiten politischen Konsens. Sie sichert uns Kontinuität, Stabilität und eine langfristige Ausrichtung der Politik. Sie führt zu einer ausgeprägten Bürgernähe der Politik und sie erlaubt dort schnelles Handeln, wo der Konsens dafür gegeben ist. Dank dieser Vorzüge unserer Verfassung sowie unserer sorgsamen Finanzpolitik haben wir über die Jahrzehnte eine besondere Handlungsfähigkeit erlangt. Für einen Kleinstaat, der sich immer wieder rasch auf sich ändernde internationale Rahmenbedingungen einstellen muss, ist sie von spezieller Bedeutung. Diese besondere Handlungsfähigkeit sollten wir uns auch für die nächsten 100 Jahre bewahren. Dazu dürfen wir nicht stillstehen, sondern müssen uns regelmäßig mit den anstehenden Herausforderungen auseinandersetzen, darüber innerhalb der Bevölkerung einen breiten Austausch pflegen und dann die notwendigen Maßnahmen treffen. Eine große Herausforderung bleibt die Pandemie und ihre verschiedenen Folgewirkungen. Aufgrund neuer Mutationen ist leider nicht auszuschließen, dass wir auch in den kommenden Monaten wieder durch Einschränkungen betroffen sein werden. Einschränkungen können uns in Liechtenstein selbst belasten. Wir müssen aber auch auf internationaler Ebene mit ihnen rechnen, insbesondere was das Reisen und die Lieferketten betrifft. Die Pandemie hat außerdem in vielen Staaten enorme Kosten verursacht. Dieser Umstand dürfte auch dazu führen, dass der Protektionismus zunimmt und Kleinstaaten vermehrt unattraktive Regelungen übernehmen müssen. Ein jüngstes Beispiel ist die Initiative für eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen. Eine internationale Herausforderung ist auch die instabiler werdende Geopolitik. Und eine zusätzliche Herausforderung könnte für uns dann entstehen, wenn sich die zukünftigen Regelungen zwischen der Schweiz und der EU zunehmend von den unsrigen unterscheiden und damit die gleichzeitige Zugehörigkeit unseres Landes zum EWR und zum Schweizer Wirtschaftsraum schwieriger wird. Zusammen mit weiteren Herausforderungen wie den Auswirkungen des Klimawandels, der technologischen und der demografischen Entwicklung führt dies zu erheblichen Belastungen für unseren Staatshaushalt und unsere Sozialversicherungen. Ein jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir diese Herausforderungen gut bewältigen und dadurch auch unsere besondere Handlungsfähigkeit erhalten.
So ist es hinsichtlich der Pandemie entscheidend, dass sich möglichst viele von uns impfen lassen und sich alle diszipliniert an die Vorsichtsmaßnahmen halten. Dies sollten wir nicht nur zum Schutz unserer eigenen Gesundheit und unseres Gesundheitssystems tun. Es wäre auch für eine gesunde Wirtschaft von Vorteil, welche wiederum eine Grundvoraussetzung für einen gesunden Staatshaushalt und nachhaltig finanzierten Sozialversicherungen ist. Der Erhalt unserer besonderen Handlungsfähigkeit benötigt jedoch noch weitere Schritte. Wichtig wäre auch eine rasche Umsetzung der Klimavision, der Energiestrategie und des Mobilitätskonzeptes. Dazu kann ebenfalls ein jeder von uns positive Beiträge leisten. Wegen der technologischen Entwicklung, die sich aufgrund der Pandemie weiter beschleunigt hat, wird es außerdem für unseren Standort ganz entscheidend sein, über eine auch in digitaler Hinsicht best ausgebildete Bevölkerung sowie eine stabile und schnelle Dateninfrastruktur zu verfügen. Neben der Umsetzung der Bildungsstrategie braucht es in den nächsten Jahren dafür große Anstrengungen im Bereich der Cybersicherheit und der Sicherung eines stabilen Stromnetzes. Schließlich sollten wir in einem breiten Einvernehmen auch gute Strategien für das Alter, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für die Raumplanung entwickeln, sowie dann konsequent umsetzen. Liebe Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, nicht zuletzt dank unserer Verfassung konnten wir in den letzten Jahrzehnten eine besondere Handlungsfähigkeit erlangen. Lasst uns diese Stärke sowie die damit verbundene Geschlossenheit und Agilität für die Zukunft bewahren, indem wir einerseits unsere erprobten Strukturen erhalten und andererseits durch gezielte Schritte ständig weitere Verbesserungen erzielen. Von Herzen danke ich all jenen, die an der Gestaltung des Staatsfeiertages mitgewirkt haben, und wünsche Ihnen allen einen schönen Festtag und Gottes Segen. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes, I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes, I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes, I know. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom, freedom is oh, freedom, freedom is coming, freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom, freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes, I know. Oh yes, I know, yes, I know, yes, I know, oh yes, I know, yes, I know, freedom is coming, oh yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Oh, yes, I know. Yes, I know. Freedom yes, is coming. Oh, yes, I know. Oh, Jesus. Jesus is coming. Jesus. Jesus is coming. Jesus is coming. Oh, yes, I know. Oh, Jesus. Jesus is coming. Jesus. Jesus is coming. Jesus is coming. Oh, yes, I know. Oh, yes, I know. Oh, yes, I know. Yes, I know. Oh, yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Freedom is coming, oh yes, I know. 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 Yes, I know. Freedom is coming, oh yes, I know.
Der Young Unlimited Chor Mauren interpretierte das Stück Freedom is Coming von Anders Nieberg unter der Leitung von Josef Heinle. Nun freuen wir uns auf die Ansprache von Landtagspräsident Albert Frick. Hochgeachteter Herr Prinz, liebe Liechtensteinerinnen, liebe Liechtensteiner. Am heutigen Staatsfeiertag soll das Feiern nicht zu kurz kommen, obschon wir ihn erneut auf ungewohnte Weise begehen müssen. Das Besondere in diesem Jahr sind die Feiern in den Gemeinden. 11 Gemeinden, ein Land, so das Motto. Ich danke allen, die mitgeholfen haben, die Festlichkeiten vorzubereiten und die Menschen in der Dorfgemeinschaft zusammenzuführen. Das jährliche Fürstenfest steht bei uns auch für Neubeginn. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und für viele enden die verdienten Ferien. Gestärkt finden wir uns wieder im Alltag ein. Ein Neubeginn hat sich auch durch die Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen ergeben. Noch wissen wir nicht zuverlässig, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird und ob wir mit einer neuen Welle an Infektionen rechnen müssen. Wir dürfen aber zuversichtlich sein, dass künftige Maßnahmen im Falle einer breiten Durchimpfung der Bevölkerung weniger einschränkend ausfallen werden. Der Staatsfeiertag bietet in diesem Jahr in besonderer Weise Gelegenheit, über unser Staatswesen nachzudenken. Unsere Verfassung aus dem Jahre 1921 wird 100 Jahre alt. Das Verfassungsjubiläum wird am 5. Oktober dieses Jahres gebührend gewürdigt werden. Mit der 1921er Verfassung wurde die Staatsgewalt im Fürsten und im Volke verankert. Die Rechte des Volkes wurden erheblich ausgebaut, wodurch es auch in die Verantwortung genommen wurde. Direktdemokratische Rechte sind seither Teil unseres Staatswesens. Seine Volksvertreter wählen zu können, über das Petitionsrecht ein Anliegen vorbringen zu können, über das Initiativrecht das Geschehen beeinflussen können oder Entscheide über das Referendumsrecht hinterfragen zu können. All diese direktdemokratischen Mittel ermöglichen ein aktives Mitwirken im Lande. Dies bedeutet aber auch, Verantwortung zu tragen und Entscheide nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne unseres Gemeinwesens und der Bevölkerung zu fällen. Auf der Basis unseres Grundgesetzes hat Liechtenstein einen beispiellos erfolgreichen Weg hinter sich. Wie glücklich dürfen wir uns schätzen, in einem Land zu leben, das Teil der freien Welt ist. Ein Land, das individuelle Lebensgestaltung und individuelles Streben nach Glück ermöglicht und unterstützt. Das Fürstentum Liechtenstein soll den innerhalb seiner Grenzen lebenden Menschen dazu dienen, in Freiheit und Frieden miteinander leben zu können. So besagt unsere Verfassung. Das sind Werte, die nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Unser Staatswesen, die konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage, stellt etwas ganz Besonderes dar. Etwas Identitätsstiftendes. Etwas, das uns Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner ausmacht. Wir sind stolz auf unser Fürstentum Liechtenstein. Identitätsstiftend ist für viele auch die Berufstätigkeit. Einer sinnvollen Arbeit nachgehen zu dürfen, ist ein Privileg, das wir wohl längst als selbstverständlich erachten. Ebenso die Freiheit,
den Beruf entsprechend der persönlichen Fähigkeiten selbst auswählen zu können. Grundlage dieser freien Entwicklungsmöglichkeiten ist einerseits ein Bildungswesen, das allen gleichberechtigt zugänglich sein muss und das fähig ist, den sich ständig ändernden Ansprüchen gerecht zu werden. Andererseits ist es die diversifizierte und international gut vernetzte Wirtschaft des Landes. Die Außenpolitik wird in wirtschaftlicher und diplomatischer Hinsicht die internationalen Entwicklungen wachsam verfolgen müssen, um erfolgversprechende Rahmenbedingungen erhalten zu können. Mit der EWR-Mitgliedschaft haben wir eine gute Ausgangslage und eine solide Anerkennung unseres souveränen Staatswesens in Europa. Mit dem bisher mehrheitlich verregneten Sommer und den zerstörerischen Unwettern in Mitteleuropa oder den fast unerträglichen Hitzeperioden mit Brandkatastrophen in südlicheren Gefilden ist der Klimawandel dieses Jahr besonders auffällig. Wir müssen immer mehr von einer Klimabedrohung sprechen. Es gibt mehr als genügend wissenschaftliche Evidenz, dass diese Klimabedrohung durch Menschenhand verursacht wird. Als Kleinstaat können wir das Ruder nicht herumreißen, aber wir können zum leuchtenden Vorbild werden, wie international vereinbarte Klimaziele erreicht werden können. Im Kleinstaat kann vorgelebt werden, was die Weltgemeinschaft umsetzen sollte. Liebe Liechtensteinerinnen, liebe Liechtensteiner, die Olympischen Spiele als größte Veranstaltung der Menschheit sind vor kurzem zu Ende gegangen. Die teils unfassbaren Leistungen der Athletinnen und Athleten zeigen uns auf, zu welchen Grenzen ein menschliches Wesen vorstoßen kann. Das ist zwar nicht Allgemeingut, aber es kann uns Antrieb sein, selbst einer regelmäßigen sportlichen Betätigung nachzugehen und zu einem gesunden Körper Sorge zu tragen. Sport und kulturelle Betätigungen sollen im Land in einer Art und Weise gefördert werden, dass breite Bevölkerungsschichten davon profitieren können und das Streben nach körperlicher wie auch mentaler Gesundheit unterstützt und gefördert wird. Eines ist so sicher wie der Verlauf der Jahreszeiten. Den politisch Verantwortlichen im Lande geht die Arbeit nie aus. Es gibt viele Ziele zu verfolgen. Eine Altersvorsorge, die ihre Absicht nicht verfehlt. Ein Gesundheitswesen, das hochstehend und bezahlbar ist. Eine Vorreiterrolle im Bereich der Digitalisierung. Raumplanerische Maßnahmen zum Erhalt unserer landschaftlichen Schönheit. Maßnahmen für die Sicherheit der Bevölkerung in verschiedenen Bereichen. Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit angesichts internationaler Forderungen. Verkehrslösungen, die mutig und zukunftsgerichtet sind. All das und vieles mehr gilt es anzupacken und zu fördern. Wenn wir auf unsere Werte und Fähigkeiten bauen und vertrauen, werden wir vieles gut bewältigen können. Liechtenstein ist seit jeher eine Willensnation, die ihre Stärke am besten durch inneren Zusammenhalt zur Wirkung bringen kann. Ich rufe daher alle konstruktiven Kräfte in der Politik auf, sich gemeinsam für das Wohl des Landes und der Menschen im Lande einzusetzen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, am heutigen Staatsfeiertag wollen wir nur im Moment leben und ausgiebigst feiern. Erfreuen wir uns miteinander an den Höhenfeuern, dem traditionellen Fackelzug durch den Fürstensteig und der hellleuchtenden Krone auf Tours. Das erinnert mich an einen Liedtext aus meiner Zeit bei den Pfadfindern. Flamme empor, Flamme empor, leuchtest mit loderndem Scheine zu dem Gebirge am Rheine, glühend empor
glühend empor. Ich danke alle, die heute diesen Staatsakt begleiten oder in den Bergen ihre feurige Heimatverbundenheit zeigen oder in den Gemeinden einen Beitrag an die Festfreude leisten. Ich wünsche allen Menschen im Lande ein schönes Fürstenfest und Gottes Segen. Ja, der Staatsfeiertag ist ein Höhepunkt im Jahreskalender unseres Landes. Auch wenn sich dieses Jahr nicht das ganze Land in Vaduz treffen kann, um gemeinsam zu feiern, so freuen wir uns und feiern wir noch stärker diesen traditionellen Anlass vereint in verschiedenen Gemeinden. Gemäß der Idee 11 Gemeinden, ein Land, finden auf verschiedenen Festplätzen in allen Gemeinden des Landes Feierlichkeiten statt. 27 Festplätze wird es geben, dazu zahlreiche kulinarische Konzepte mit dem Fokus auf lokalen Genuss und über 30 liechtensteinische Bands und KünstlerInnen, die an diesem Tag rund 100 Auftritte zum Besten geben werden. Abends werden in allen Gemeinden 11 ausgewählte Gebäude in den Landesfarben erstrahlen. Sie können sich also jetzt schon auf ein wunderschön erleuchtetes Liechtenstein freuen. Traditionell werden während dem Eindunkeln auch die Höhenfeuer, die Feuerkrone auf Durs und der Fackelzug über den Fürstensteig über das ganze Land hinweg erstrahlen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, das sind in diesem Jahr die Höhepunkte des Tages und die Bestandteile der Feierlichkeiten. Denn wir in diesem Jahr in allen 11 Gemeinden kräftig feiern werden. Gleich wird Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein den anwesenden PfadfinderInnen und Pfadfindern 11 Fahnen überreichen. Diese werden sie dann symbolisch in alle Gemeinden des ganzen Landes bringen, wo sie heute um 22 Uhr gemeinsam wehen werden. Zuerst hören wir jetzt die Landeshymne, welchen wir auch heute kurz nach 22 Uhr nochmals gemeinsam singen werden. Und zwar gleichzeitig, landesweit. Genießen Sie nun den Beitrag des Young Unlimited Chors Mauren, der durch die Bläsergruppe Brasidenz instrumental begleitet wird. Wir sagen Danke und verabschieden uns mit den besten Wünschen für einen unvergesslichen Staatsfeiertag 2021. Noch was? Um 17 Uhr können Sie sich hier auf dem Landeskanal das Interview seiner Durchlaucht, dem Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Petra Matt ansehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und in dem Fall wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Start. Feiern Sie schön, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
Busennussbaumstaat mit großer grüner Blätter. Und noch dazu ein Bänklein und so frei wie jedem Wetter. Somewhere.